müssten wir auch mal gucken, ob ich hier dann überhaupt richtig bin. F4. Was steht denn auf dem Teil da? Das ist die Vorrichtung, nicht da, wo du warst, da über die Brücke drüber, sondern vorher im Kreisverkehr die nächste Ausfahrt dann rein. Das ist. Das Schiff ist schon da, du, nur du bist im falschen Hafen. Reinfahren, so wie es aussieht. Mal sehen. Sitzt da jemand? Stopp. Ich steige einfach mal aus. Frag den jungen Mann mal. Okay. Okay. I didn't know that. Sorry. Okay. Sorry. My mistake. Sorry. Autoritätsperson. Spricht auch Spanisch zu mir. Ich sag zu ihm, ich verstehe kein Spanisch und dann winkt er irgendwo hin und ich soll wissen, wohin ich muss. Aber er sagt, das wäre richtig. Es ist wirklich die Arroganz mancher Leute, es ist Wahnsinn. Port, Balearia, jetzt steht plötzlich wieder Port, Balearia F4. Stand da eben gerade nicht mehr. Na, mal sehen. Jetzt stellt euch mal vor, ich wäre hier spitz auf Knopf. Bist du jetzt rechts gefahren, nach der Brücke, du 100-200 Meter bist du rechts? Ich bin jetzt rechts, ich steh, guck auf die Karte, Nicola. Also wenn ich das richtig sehe, musst du ein bisschen weiterfahren, wenn deine Position wirklich gut angezeigt wird. Das ist doch die Tenacia, oder? Embracement, okay, dann gucken wir mal, ob das hier richtig ist. Hello. Palma? Yeah. But the ship is Forza. And the Forza is in Italy. Is that right? No, the ship is Italian. Ah, okay, but it's here. Yeah, the name all ships is Italian. Okay. Because okay. The Empress is Gran Navio Bellozzi, it's Italian. Okay. So am I right? Is this the right to Palma de Mallorca? Yeah. Okay. Yeah, no problem. Okay, thank you very much. Go with my partner. Okay. Otro Palma, Ani. Das andere war der Güterbahnhof. Wenn einer eine Reise tut. Ja, aber das, also da muss ich wirklich sagen, wie soll man das denn finden? Die Adresse steht nicht drauf auf dem Ticket. Auch nicht in das den Mails. Das ist ja voll beschissen beschrieben. Ja. Erstmal vielen Dank, lieber Discord, und sorry, falls ich ungeduldig war. Wollt ihr erstmal Tschüss zum Chat sagen? Tschüss, Chat. Guten Abend. Tschüss, Chat. So, das war jetzt ein Riesenakt, überhaupt erstmal hier den Parkplatz zu finden. Jetzt muss ich zur Registrierung. Ich hoffe, ich bin richtig, aber im Moment sieht es so aus. Im Discord, die Jungs wollten mir alle helfen, aber wir waren alle verwirrt. Vielleicht stelle ich mich auch nur zu dumm an, aber also ich fand es jetzt ein bisschen kompliziert, hierher zu finden. Jetzt mal gucken, ob das mit der Registrierung klappt. Ja, das scheint jetzt geklappt zu haben. Das war einfacher als gedacht. Impfausweis wurde nicht verlangt, hat keiner nachgefragt. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich komme problemlos auf die Fähre, sollte also alles jetzt funktionieren. Viel Aufregung und am Ende wird doch alles gut, Gott sei Dank. Und da steht der Bandit Hidalgo und wartet darauf, aufs Schiff zu kommen. Ich werde jetzt schon mal ein paar Sachen vorbereiten, die ich nachher mitnehmen will. Und er begrüßt mich auch schon mit dem Rücklicht. Angekommen. Jetzt
jetzt geht's also zu dem Sessel. Mal sehen, wie der so ausgestaltet ist, ob ich eine Mütze Schlaf bekomme. Das sehen wir jetzt gleich. Und so sieht das dann auf der Fähre aus. Hier seht ihr mal alle Autos, wie viele das sind. So, wir haben auf dem Schiff mit Rolltreppe. Ich bin jetzt mal auf die Sessel gespannt, wie die so aussehen. Deck. Gott sei Dank, die See scheint halbwegs ruhig zu sein. Vielleicht habe ich Glück und bleibe von Seekrankheit verschont. Hier scheinbar nicht, das ist falsch. Hier sieht man dann mal die Stühle. Oh, die haben schon bessere Zeiten gesehen. Aber der hier geht, glaube ich, so halbwegs. Den werden wir wohl mal nehmen. Wir haben 7:30 und sind angekommen. Das war eine harte Nacht, muss ich sagen. Dem Schiff war ein Spektakel, unfassbar. So, 7:30 in Palma. Angekommen, kaum geschlafen. Also ich freue mich jetzt schon mal aufs Bettchen. Dauert zwar noch ein bisschen, aber ich brauche eine Mütze Schlaf und zwar in Ruhe. Hoffen wir mal, dass das heute noch klappt. Okay. Das war dann also die Fahrt nach Palma mit dem Elektroauto. Es gibt natürlich auch wieder ein Video Zurückfahrt. Mal sehen, wie ich das alles schneide. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr Anregungen habt, Kritik oder ähnliches, dann bitte unten in die Kommentare. Und lasst ein Abo da, sonst verpasst ihr das nächste energiegeladene Video vom müden Michi. Tschüss.